Hallo und herzlich willkommen mitten im Sturm bei unserem altbewährten gewohnten Hexer. Habe ich jetzt erst gesehen. Aber mit unserer stumpfen Klinge. Hilf uns, unsere Schwüre zu erfüllen. Gib uns Stärke und Tapferkeit. Flinke Hände, Schatten. Führe uns. Also gut, Jungs. An die Arbeit, Freund. Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Ich finde eure Taschenlampen super. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Geh du voran. Geh ich ja noch voran, oder was? Nee. Oder geh ich doch voran? Nee, die gehen schon voran. Unbeeindruckt. Ja, dann gehen wir voran. Vor allen Dingen spendet ihr doch ein gewisses Licht. Finde ich super. Hallo da draußen, ne? Hab ich eigentlich schon gesagt? Hab ich euch schon begrüßt? Ja, wir sind ein bisschen... Ich könnte mein Waffenset jetzt sogar... na, wartet mal. Zumindest mal so halbwegs, ne? So dürftig. nehmen wir Gesellen. Was haben wir hier, Meister? Nehmen wir Gesellen. So. Damit wenigstens ein bisschen notdürftig, ne? So, los geht's. Freunde der Nacht. Halt, wartet. Ich hab was. Täter! Wohin gehst du? Angriff! Sag mal, könntet ihr mir die mal ein bisschen von der Bälle? Wo seid ihr denn? Au! So platzt der? Au! Ihr könntet ruhig zerplatzen, wenn die Freunde der Nacht hier... Upsa! Geh in die Jagdrunde. Wo sind denn eigentlich unsere Freunde? Sag mal, sind die abgekommen? Sind die schon weitergezogen? Sind die gefallen? Wo seid ihr? Aha. Die Ballen nehmen wir mit. Ach, das sind tatsächlich. Oh, kommt. Das war... Hühnchen nehme ich mit, meine Freunde. Braucht ihr ja noch nicht mehr. Ne? Das ist doch wohl ein Witz mit euch beiden. Geht's denn hier weiter? Geht's überhaupt weiter? Geht nicht weiter. Was ist denn eigentlich das hier? Sprich mit... über den Wolf? Das könnten wir sogar noch... Wo ist denn das? Den Werwolf im Garten, den habe ich ja komplett überhaupt vergessen. Moment. Stimmt, jetzt wo ihr es sagt. Den habe ich echt vergessen, diesen Werwolf. Leider. Das ist natürlich doof gelaufen.
Das ist ein bisschen... Ups. Doof gelaufen, ne? Jetzt müssen wir schauen hier. Wo der genau ist. Wo ist überhaupt mein... Ja. So. Gehen wir runter auf den Weg. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Also, wir könnten hier über den Fluch sprechen. Wir könnten hier... Moment, wir müssen ja erstmal den Werwolf im Garten loswerden. Da hatten wir doch das letzte Mal das Problem, dass der gar nicht mehr da war, oder? Stimmt. Ja, wie ist denn die Situation dieser Quest jetzt? Sprich mit Tota über den Fluch. Werde den Werwolf im Garten los. Und lass mal über den Fluch sprechen, um schon zu wissen. Und dann werden wir den vielleicht... Vielleicht hat ja der eine Idee noch. Komm schon! Die wir noch nicht hatten. Vielleicht eine Idee... Wahrscheinlich machen wir jetzt was komplett Falsches. Langsamer. Ja, ich könnte jetzt... Ja. Respekt, Hexer. Letzte Nacht war... Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgvaag. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Du warst dort, als Morgvaag den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm, aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgvaag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid jedoch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Was geschah mit Morgvaag? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Ja, ja. Aber wir wissen noch nicht, wie er gebannt wird. Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Ich hab dich im Blick. Wir wissen echt nicht, was sagst du dazu? Komm schon, Plätze! Ja, stups dir mal. Das wollte ich schon immer wissen. Das wollten wir schon immer mal tun. Wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind. Tja. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Das ist ganz schön schwierig hier, die Stufen rauf. Ne? Deswegen gab es da auch einen anderen Weg normalerweise. Na, lass ihn. Wir hatten ja das letzte Mal schon das Problem. Ist das jetzt in den Griff zu bekommen? Beweg dich!
große Preisfrage. Stimmt. Ich beinahe die Queste hier. Wäre mir entfallen. Ja, wenn man eine längere Pause macht, ne, dann fällt einem schon mal so eine Queste. So, wie kommt man denn eigentlich Komm jetzt wieder hier rein? Wie sind wir denn hier reingekommen? Langsam, langsam. Echt nicht sicher. Kommen wir eher von hier rein? Nee. Hm. Verrückt. Hui. Von hier rein. Abgeschlossen. Bisschen Achter laufen. Hier sind die in den Rhein gesprungen. Whatever. Hui. Au. Ja. Gib ich zu. Kommen wir darüber? Ja, nun, hier war doch das Problem, oder? Haben wir eigentlich genug gespeichert? Ja, hier drin eher nicht, ne? Es ist irgendwas außenrum, oder? Ach, irgendwie sind wir doch... Wartet, ich kann mich halbwegs erinnern. Hier rum. Und hier rein. Nehmen wir hier noch ein bisschen was mit von der guten alten Myrte. Schon untersucht. Okay. Tja, dann runter. Anscheinend. Oder so machen wir die falsche Quest. Ach, da außen. Was ist das hier? Wir kommen. Ach, eine Höhle. Interesting. Schlüssel! Ramond, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, ah, wo ist er? Ah. Warum so still, Ramond? Dieb, du, Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard. Ah. Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten. Mieses Arschloch. Du kannst... Moment. Wie war das nochmal? Was braucht man da? Irgendwas. Ja, den verfluchten... Das verfluchten Öl? Träufeln wir, oder wartet mal, wir machen trotzdem mal ein bisschen noch, glaube ich, das ist vielleicht ganz gut. Damit wir keine Probleme bekommen, na? Und verfluchten Öl. Achso, Öl.
Bestien, Gift, verflucht. Und noch ein anderes verfluchen? Nee. Gut. Nett. So, und wir hatten, glaube ich, sogar die komischen Bomben, ne? Die sind auch... Ja, Mondstaub und Teufelsbovist. Nicht verstecken. Nee, ich verstecke mich hier mal. Wenn ich einmal gemacht habe, kann ich das dann jemals wieder rückgängig machen? Ja, so. Und zugenäht. Wo ist er denn hin? Halt, ich muss irgendwie... Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch! Befrei mich endlich! Ich werde dich belohnen! Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert! Geflattert, getrunken! Mit einer Ausnahme! Echter Schatz, versteckt, dein, wenn du mir hilfst. Ja, eigentlich ist uns der Schatz egal, aber vielleicht... Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komm ich zurück und reiß dich in Stücke. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. Was füttern? Ja, keine Ahnung. Ja, bitteschön. Keine Ahnung. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Ja, ich...
Keine Ahnung. Leb wohl. Bis bald. Was müssen wir denn machen? Ja, Kruzifix noch eins. Werwolf Speichel, Werwolf Fleisch. Verwesendes Fleisch. Hm. Und was geben wir ihm? Ich hab keine Ahnung. Ich wüsste es nicht. Mit Hilfe der Hexersinne müssen wir dem nachgehen. Warte jetzt mal, bevor wir dem mit den Hexersinnen nachgehen, werden wir uns selber erstmal was gönnen. Hier vielleicht so ein Hühnchen. Hühnerbein. Ja, mit Hilfe der Hexersinne. Wollen wir schauen, ne? Könnte du? Luftzug von unten. Eine Höhle. Ja, schon. Sollen wir da rein, oder? Oder? Wir gehen mal ein bisschen tiefer in die Höhle. In die Höhle. Moment, was ist denn das hier? Idealer Freund, geduldig, nimm den Mund nicht zu voll. Das hilft uns viel, Hexer. Polymorphie. Muss mal drin lesen, eine Änderung der Form. Das Modellieren der eigenen Materie will leben, ist kein Novizentrick, keine Lichtspielchen oder Blitz. Natürlich gibt es Ausnahmen. Drachen besitzen dieses Talent von Natur aus. Die Menschen sind den Gelehrten der Polymorphie viel zugänglicher. Die Jahre der Forschung haben Früchte in Form von bestimmten Methoden und Richtlinien getragen. Was die Identifikation, Pflege und Verwendung eines Talents betrifft, aber es sagt uns nicht. Oh, diese Methoden findet sich bei Philippa Einhardt. Und immer wieder stoßen wir auf Philippa, der großen Rädelsführerin. Aber es bringt uns, um ehrlich zu sein, nicht weit. Ja, hier geht's jetzt raus. Will ich raus? Ja, nicht, ne? Ich muss ja in dem abgesteckten Gebiet bleiben, oder? Wäre schön, ne? Komme ich hier irgendwie rauf? So. Auf der anderen Seite. Hätte ich noch hier irgendwas machen sollen? Soll ich ihm sein eigenes Fleisch? Hey. Ich weiß echt nicht. Ich bin echt ein bisschen... Moment, da unten ist irgendwas. Irgendwo habe ich doch was da unten. Ist was Rotes immerhin. Ein kleiner Hinweis. Eventuell. Oder auch nicht. Ach, das sind die Tatzen wieder noch. Ah, Mist. Nee, die brauchen wir nicht. So ein Blödsinn. Ja, wir könnten ihm sein eigenes Fleisch geben. Zum Essen, aber das hat er doch gesagt, das brennt nur wie Feuer. Aber bringt am Ende gar nichts. Ne? Vielleicht ist er doch, der hat gesagt, er spalt. Und vielleicht muss man noch irgendwo tiefer in die Höhle rein. Aber und vor allen Dingen, wie finden wir ihn wieder? Das verwesende Fleisch auf alle Fälle... mehr oder weniger nichts gebracht, ne? Vielleicht doch mal hier hinten. War da nicht irgendwo, wo man irgendwo hinten raus konnte? Oder war das nur... Konnte man hier nicht irgendwo? Oder war das dasselbe? Weil hier ist ja nichts mehr, ne?
Hier ist nur dieser blöde Luftspalt. Kommen wir von draußen noch irgendwo runter, weiter tiefer in die Höhle? Sollte das des Rätsels Lösung sein? Im Grunde geht es ja nur hier raus. Das ist ja zum verrückt werden. Ansonsten kannst du ja jetzt hier rauf. Ja. Ne, jetzt haben wir, sind wir einmal im Kreis gelaufen. Und hier drüben geht es nicht weiter und hier hat es ja auch wenig Sinn. Au! 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 Bringt uns so viel wie gar nichts. Es bringt uns so viel wie gar nichts. Ist hier noch irgendwas? Aber jetzt schon 5000 abgegrast. Wollen wir noch mal ins Haus rein, ob da vielleicht irgendein kleiner Hinweis noch wäre. So ist natürlich blöd jetzt, ne? Ja, hier hat es sich die Hand abgebissen. Ist ja super gelaufen. Ne, kannst vergessen. Chance. Hast du irgendeine blöde Zutat? Es soll mit unseren Hexensinnen hier noch irgendwas. Ach, wartet mal. Ja gut, das sind wir. Da waren wir ja schon. Ach, Moment. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken als gefressen werden. Ja. Eine Quest. Das mit dem Feigling hatten wir doch schon. Nee, nee, wir. Das ist ja Quatsch. Finde einen Weg in die überflutete Höhle unter Morgwarts Lager, genau. Kommen wir von hier rein? Was ist das? Ich glaube nicht. Sei es drum. Jetzt gehen wir nochmal hier entlang von mir aus. In die Überflutung. Das ist doch aber das noch von den Feiglingen, ne? Ja. Das ist Quatsch, ja. Ein. Jetzt kommen wir überhaupt wieder raus hier? Das wäre natürlich der Obergau, ne? Das wäre der Obergau. Wir hatten ja gut, wir haben gespeichert. Oh. Ah, Moment. Keine von Freyas Priesterinnen. Keine Spuren von Gewalt. Muss verhungert sein. Vor einer ganzen Weile. Hat sich wohl versteckt, als Morgwag in den Garten kam. Ein Schlüssel. Könnte noch nützlich werden. Für was? Eigentlich. Wollte mal das auch noch was. Hat eine Weile auf den Tod gewartet. Vielleicht doch nochmal hier schauen. Ob es hier noch irgendwas zu untersuchen gilt. Anscheinend nicht. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Wieder hier. Danke. Wir müssten irgendwie in die Höhle drunter. Das ist richtig. Aber wie? Und wo vor allen Dingen? Ich
glaube, das lassen wir für heute mal. Moment, das schauen wir uns hier noch an. Ja, hier sind wieder seine Tatzen. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Ah, super. Ich möchte aber eigentlich jetzt nicht auf Morkwart treffen, sondern ich möchte in diese unterirdische Höhle irgendwie. Hier waren wir doch. Hier war. Müssen wir irgendwie tauchen oder? Oder ist hier irgendein Geheimgang, den ich beim besten Willen nicht sehe? Schau doch mal hin. Hier ist doch absolut nix. Und hier kommt man auch nicht durch im Wasser, oder? Na, vielleicht, ne? Wenn wir irgendwie tauchen oder so. Na gut, das sehen wir uns das nächste Mal an, ne? Für heute habe ich jetzt erstmal. Da geht nichts mehr. Ciao. Ciao.